Und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hogwarts Legacy. Letzte Folge unbedingt reinziehen. Ich sag nur Avada Kedavra. Mehr muss ich, glaube ich, nicht sagen. Absolut episch. Gänsehaut-Folge. Mega fantastisch. Mega fantastisch, dass du da bist. Bevor es jetzt losgeht, Däumchen, kostenloses Abo und auf jeden Fall die Glocke aktivieren, dass du kein weiteres Video mehr von mir hier auf diesem Kanal verpassen wirst. Ab geht die Post rein in die allerletzte der vier Prüfungen. Let's go. Okay, die Hinweise suchen. Da haben wir doch schon was. Lass mich raten. Muss ich das hier einfach... Okay, ich muss es einfach nur anzünden. Jupp. Oh. Ist das ein... In der Tat. Ich denke, ich weiß, was... Ein Grabhornkopf? Erkennen Sie den Kopf, der dort zu sehen ist? Ja, Mann, ich habe eine Statue davon im Raum der Wünsche. Sieht wie ein Grabhorn aus. Und die Abdrücke im Boden lassen mich vermuten, dass ein Grabhorn irgendwie den weiteren Weg freigeben wird. Oh, das müssen wir uns jetzt eins fangen, oder was? Also, als er sagte, ich müsse mich mit Bestien verstehen können. Ganz offenbar. Ich weiß, dass das letzte einer langen Dynastie von Grabhörnern in der Nähe lebt. Man nennt es den Lord der Küste. Lord Sie der Küste. Sie werden ihn hierher bringen müssen. Was dann passiert, kann ich nicht sagen. I'm ready, man. Wenn es sein muss, werde ich es tun. Hervorragend. Ich kenne diese Gegend gut genug. Wenn Sie die Überreste eines großen Meerestieres sehen, sind Sie richtig. Nice, Mann, ey. Rackham stellte klar, dass sie mit jedem Tierwesen, das Teil des Prozesses ist, allein zurechtkommen müssen. Ich wünsche ihnen viel Glück. Ich werde in der Kartenkammer auf sie warten. Alles klar. Ich komme mit dem Grabhorn hier hin, gehe da alleine rein, mache alles ready und dann sehen wir uns wieder, Mann. Geil, geil, geil. Okay, suche den Lord der Küste. Oh, yes. Protego. Wolkenschwingen will nicht rauskommen. Perfekt. Warum kann ich ja nicht meinen dämlichen Besen nicht benutzen? Aber da ist auch die ganze Zeit das Grabhorn noch links, ne? Also hier unten, wenn man mal rechts schaut, da unten rechts, quasi auf dem F4-Knopf, könnte ich das Grabhorn noch die ganze Zeit. Kann ich ja mit dem Grabhorn kämpfen, oder was? Kann man das Grabhorn, Ich bin gespannt, Mann. Ich bin gespannt. Das ist auch das letzte der Tiere, die mir noch fehlen, ne? In meiner großen Sammlung an Tieren im Raum der Wünsche. Beziehungsweise, der Phönix. Stimmt, der Phönix wird ja auch noch. Müssen wir mal die Deke-Quest weiter voranschreiten. Dass wir da dann quasi alle Tiere haben. Ich weiß nicht, kann man Phönixe und Grabhorne oder Grabhörner, kann man die paaren lassen? Schauen wir mal, ne? Schauen wir mal. Guck mal, da unten sind ein paar Schufts, ey. Da müssen wir mal kurz reingehen. Da müssen wir mal kurz reingehen und das, was wir gestern in der letzten Folge gemacht haben, müssen wir jetzt hier einmal testen, Mann. Kofio. So, und jetzt mal alle verfluchen, die es gibt. So, der ist es. Okay, der ist einfach schon tot. Perfekt. Warum greift er denn nicht einen verfluchten dämlichen Kruzio-Gegner an, Mann? Meine Fresse. Ja, what the fuck, ey. Jo, falschen Gegner angegriffen. So, jetzt haben wir drei verfluchte Ziele und sagen den hier. Ja. Ey, da wäre es selbst Lord Voldemort kann da neidisch werden, Mann. Ich glaube, den konnte er nicht, oder? Ich glaube, so mächtig war auch selbst Lord Voldemort nicht. Dass er einfach Avada Kedavra auf, keine Ahnung, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 verfluchte Gegner gleichzeitig feuern konnte, oder? Ja, was soll ich sagen? Nice. Einfach nur fantastisch, Mann. Ich liebe diesen Zauberspruch. Ja. Gibt es welche da draußen, die sagen, okay, jetzt zum Beispiel, ihr seid Hufflepuffer, Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw, wie auch immer, und sagt, ey, ich habe mir den Spruch nicht beibringen lassen von Sebastian. Ich bin treu geblieben der hellen Seite der Macht, der Magie. Schreibt es mal in die Kommentare rein. Würde mich brennend interessieren, ob es echt welche da draußen gibt, die sich denken oder sagen, ich benutze die unverzeihlichen Flüche einfach kein einziges Mal. Entweder die Bestie verschlingt dich oder du verschlingst sie. Ich bevorzuge Letzteres. Ich bevorzuge Letzteres. Aber ich zähme die Bestie jetzt einfach mal ganz easy. Okay, da sind die Überreste. Wie Fick gesagt hat. Ja, hier muss es sein. So. Hier muss es sein. Ach, guck mal, ganz am Ende. Da, wo ich auch eigentlich die ganze Zeit schon hin wollte. Da kann man eigentlich nicht hin. Und jetzt stehen wir auf einmal davor. Seltsamerweise. Aber ich mach mal hier Tag, ey. Ich will es schon gerne im Tag machen, Mann. Ich will das Grabhorn jetzt in voller Pracht erleben, oder? Oder nicht, liebe Freunde. So, da sieht es schon besser aus. Guck mal hier die Danger-Schilder wieder überall.
Was ist denn hier? Extreme Danger. Danger und Todes. Okay, Turn Back. Nee, nicht Turn Back. Das ist so cool gemacht mit den Schildern, ne? Ich mag diese kleinen Details, Mann. Okay, runter. So, man sollte mal... Habe ich den Schnappsack überhaupt am Start? Ja, ich habe den Schnappsack am Start, okay. Dann pirschen wir uns jetzt mal an, ne? Revelio. Also gut, Lord der Küste. Zeige dich. Oh, oh, yo, majestätisch, Mann. Oh, yes, Mann, ey. Oh, wir müssen kämpfen, was? Abadakidara. Geht nicht? Hä? Och, Mann. Okay, kein einziger Flug funktioniert. Dann nehmen wir mal den hier. Iduros. Fetz mal so eine Alraune raus. Chinesischen Kohl, wir ballern mal alles raus jetzt, was wir haben an Pflanzen oder so. Maximal Trank. Oh, schon tot. What? Okay. Okay, das. Du bist meiner Macht nicht gewachsen, Grabhorn, ha? Huh? Ich bin zu krass geworden. Seine komischen Tentakel da vorne am Mund, die erinnern mich irgendwie an den Heidi da aus Fluch der Karibik, Mann. Da hat er mir eine richtige Schelle mitgegeben, ey. Ey, das wäre auch so geil gewesen, hätte es mehr fantastische Tierwesen gegeben, die man hätte bekämpfen müssen, um die erstmal zu fangen. Irgendwie cool, ich finde das geil, ich finde es affengeil irgendwie. Okay, ich kann ihn auch absolut nicht verfluchen, ne? Nee. Shit, heilen. Arresto Momentum. Okay, ich kann auch meinen... Oh, ich kann den Power-Dash machen. Alter, hat er mich ins Boot geschmissen, ey. Rote. Schau, Junge. Okay. Was jetzt? Was nun? Slow Motion, Knie angreifen, knien. Junge, wir sind einfach der Zähmer des Jahrtausends, Mann. Wahnsinn, ey. Ich brauche deine Hilfe. Geil. Wir können das Grabhorn reiten, Mann. Hör doch auf, ey. Den Alter. Ey, wenn wir jetzt damit nach Hogwarts vor der Hogwarts-Tür stehen, die denken nicht, oh, Alter, was ist mit uns los? Das Grabhorn verfügt über einen mächtigen Sturmangriff der Gegner und bestimmte Barrikaden großen Schaden zu fügen. Halte L2 gedrückt, um ihn auszulösen. Achte auf die Ausdauerzeichen des Grabhorns, da sie beim Angreifen verbraucht wird. Okay. Jo, Mann. Geil, ey. Let's go. Yes, ey. Nice. Okay, mit dem Grabhorn können wir dann jetzt einfach durch die Wand da laufen, ne? Schneller. Ciao. So, was können wir noch? Also auf R2 kann man laufen. Geil, ey. Geil, komm. Wo? Mal sehen, wie es dem Lord der Küste gefällt, dass jemand in seine Gegend eindringt. Keiner, Junge! Guck mal, da haben sie schon Angst! Okay, so mächtig ist das Grabhorn doch nicht, dass es dann durch die okay. Zieh einfach nieder, Mann. Ich bin das, genau. Oh, mein Grabhorn. No. Siege Gegner mit Avada Kedavra. Okay. Kriegen wir hin. 3 Stück. Kinderspiel. Überhaupt.
scheißegal, Mann, Junge. Er ist Harry Potter. Er ist Harry Potter. Habt ihr das gesehen? Er hat Avada Kedavra überstanden. Mein Grappon ist weg. Scheiße, Mann. Wir haben Harry Potter gefunden, liebe Freunde, hier im Spiel. Er konnte Avada Kedavra überstehen durch seinen Schutzzauber. Wahnsinn. Lord der Küste? Zeit für einen Ausflug. Okay. Ist schon cool. Ist schon cool, Mann. Ich freue mich jetzt schon auf die Grabhorn-Babys. Bin ich ehrlich. Ich werde mir noch einen fangen. Oder eins. Ei, nee. Kein Grund zur Eile, mein Schatz. Mein Schatz sogar. Das wird den Lord der Küste nicht aufhalten. Nichts und niemand wird den Lord der Küste hier aufhalten, ey. Okay, was kann das jetzt noch toppen? Hoppy Quest, Drachenei, Drachenbaby oder eben ein Drache, den wir auch benutzen können. Das kann das Grappon noch toppen. Oder eventuell tatsächlich so ein riesen geiler, großer, mega krasser Phönix. Ja. Einfach durch da. Einfach durchlaufen. Ach nice, ich kann mit dem Grappon einfach die Mondstein-Dinger kaputt laufen. Wahnsinn. Alright. So, da sind wir am Start. Jetzt einfach nur gegen die Tür laufen, oder? Mehr ist es nicht. Brauchen wir das Grappon jetzt auch in der Prüfung? Wäre natürlich auch cool, ne? Okay, langsam. Na also. Okay. Öffne die Kammer mit Hilfe des Grappons. Rainer. Okay, wir müssen einfach nur hier drauf rumstehen. Okay, check schon. Haha, majestätisches Wesen, ey. Grappon. Könnte auch so ein Monster in Monster Hunter sein, ne? Er jage ein Grappon oder so. Tada. Geh mal rein, oder? Richtig im Spagat hier draufsetzen, ey. Hup. Ab in den Schnappsack. So. Seh dir die Denkarium-Erinnerung an. Ach, hör auf, sie mir schon an der Erinnerung, oder was? Okay. Das war die Prüfung? Also ich fand die mit den Heiligtümern des Todes fand ich bis jetzt echt am allergeilsten, Mann, bin ich ehrlich. Ja, ich bin komplett voll, ne? Ich muss zerstören und ich muss verkaufen und ich muss noch, ich glaube, ich komme nicht drumherum. Ich muss 6 von diesen dämlichen Merlins-Rätseln noch machen. Obwohl die einfach des Todes langweilig sind. Okay, da ist ein Bild. Vielleicht hatte Professor Rackham ja recht damit, ihn zu vertrauen. Ich jedoch bin noch nicht überzeugt. Isadora war nicht, was sie zu sein schien. Ich hoffe nur, dass das bei Ihnen anders ist. Meine Erinnerungen sollten sämtliche Fragen über die Kräfte beantworten, die Sie zum Schutz benötigen. Okay. Danke, Professor Bakar. Wir sehen uns in der Kartenkammer. Außer rein. Ja, mit der Erinnerung jetzt. Ja, und er ist immer noch nicht überzeugt. Stell mal vor, die Jungs und Mädels hier aus den Porträts wüssten, dass wir die unverzeihlichen Flüche benutzen, als wären sie ganz normale Zauber, sowas wie Stupor oder so. Dann hätten sie natürlich alle recht hier. So, wo ist die Kiste erstmal? Gib es nicht. Okay, jetzt, Freunde, haltet euch fest. Haltet euch fest, was jetzt passieren wird. San Abakars Erinnerung.
Hallo? Isidora? Isidora? Der Vater, ne? Mr. Morgan, hab ich. Mr. Morgan? Sam, gut, dass Sie da sind. Isidora war nicht zu Hause. Ich weiß. Doch Ihr Vater. Oh, Percival. Was hat er? Mir scheint es, ihm wurde nicht nur der Schmerz genommen, sondern alle Gefühle. Alles ist noch schlimmer, als wir befürchtet hatten. Neve hatte recht. Isidora hat weitergemacht. Ich habe gerade erfahren, dass sie die Magie bei Schülern benutzt hat. Und bei Neve selbst, ne? Wir brauchen die anderen. Oh, Erstklässler am Verspeisen, okay. Sie müssen jetzt zurück zum Gemeinschaftsraum. Verstanden? Ja, ihre Augen, ey, die ist schon komplett neben sich am Laufen. Was haben Sie getan? Tief einatmen. Schüler, Isidora? Jeder fühlt Schmerz. Und warum? Wegen ihrer Arroganz. Ihrer Geheimniskrämerei. Niemand wird leiden. Nie mehr. Weder mein Vater... noch meine Schüler. Niemand. Die war so der erste Voldemort, oder? Runter mit dem Zauberstab. Professor, Sie lehrten mich, Macht zu nutzen, nicht sie zu verstecken. Das lehrte ich Sie nicht. Expelliarmus! Oh, okay. Alle vier auf einen Streich einfach mal ausgeschaltet. Oh. Okay, beide zusammen sind nicht mächtig genug, um sie zu stürzen. Holy shit. Alter. Sie lebt. Aha, guck mal, er hat einen unverzeihlichen Flug genutzt, ne? Boah, da hätte ich jetzt aber gerne die Reaktion der anderen zugesehen, Mann, oder zugehört, ey. Hoffentlich kommt das jetzt, Mann. Das heißt, wir müssen uns gar nicht mal so schlecht fühlen, weil wir die Flüche auch benutzen. Wenn es einer von den Hütern benutzt. Alter. Okay, Mann, ab in die Kartenkammer. Geil. Damit hat Isidora dann, glaube ich, nicht gerechnet, dass er da einfach mal aus der Seite den Avada Kedavra in die Hüfte reinkriegt. Okay, du kleiner Schuft also, wa? Du kleiner Schuft also, okay, versteh ich schon, ne? Versteh ich schon. Okay, Rackham, hau mal raus jetzt. Die Höhlen unter Hogwarts, wo sie gegen Isidora gekämpft haben. Befindet sich dort das letzte Behältnis? Ganz recht. Wir konnten die Gefühlsstränge, die Isidora gestohlen hatte, nicht einfach zerstören. Also taten wir alles, um sie sicher zu verwahren. Wir erkannten auch, dass die Magie, die sie erschaffen hatte,
ebenfalls eine Gefahr für die Welt der Zauberei war. Also wurden wir Hüter. Hüter eines unermesslichen Geheimnisses. Wir wussten, dass eines Tages jemand mit der Fähigkeit, Spuren alter Magie zu sehen, ihrer Macht anheimfallen könnte. Wir schufen die Prüfungen, um diese Person zu uns zu führen, damit sie sich des von uns verborgenen Wissens und der damit einhergehenden Verantwortung als würdig erweisen kann. Und wir sind würdig. Habe ich mich etwa nicht bewährt, Professor? Ich muss das Behältnis noch vor Ranrok erreichen. Das haben und das werden sie. Doch das Behältnis wird von mächtiger alter Magie geschützt. Um es zu betreten, müssen sie aus den 4 Artefakten über unseren Denkarien einen speziellen Zauberstab fertigen. Geil, das Behältnis ist also erstmal sicher vor Ranrok. Wenn er, wie sie vermuten, in der Lage ist, die Macht des anderen Behältnisses zu nutzen, könnte er unsere Verteidigung durchbrechen. Dann muss ich diesen Zauberstab sofort herstellen. Vielleicht hilft mir Mr. Ollivander. Noch ein Ollivander? Das überrascht mich nicht. Wie er Ihnen sicher sagen wird, dient dieser Zauberstab nur einem einzigen Zweck. Kehren Sie mit dem Stab zurück und wir machen den Weg frei. Okay, ich verstehe schon, alles klar. Zauberstab herstellen in der epischen Cutscene. Ich schicke Ollivander eine Eule. Während Sie ihn besuchen, spreche ich mit Professor Weasley. Professor Weasley? Ja, es war möglicherweise eine Fehleinschätzung, ihr nicht früher von Ranrocks Absichten zu erzählen. Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Wenn Ranrok wirklich unter Hogwarts bohren will, brauchen wir jede Hilfe, die wir kriegen können. Ja, Professor. Bis dann. Unter Hogwarts bedeutet ja dann, dass Ranrok mit seiner gesamten Armee an Kobolden Hogwarts angreifen würde, oder? Alter, werden wir einen Krieg in Hogwarts erleben? Am Ende jetzt? Wahnsinn. Aber ja, mit Ollivander, Mann, ey, das wird jetzt wieder so die heftigste Cutscene aller Zeiten mit dem Zauberstab werden. Rebellion. Und dann zerstören wir damit dieses Behältnis unter Hogwarts und ist der Zauberstab weg. Genauso wird es sein. Ich glaube nicht, dass wir dann diesen mächtigen Zauberstab der alten Magie irgendwie benutzen oder behalten können für das Endgame, Late Game, rumlaufen, strömern und uns. Wahnsinn, ey, Freunde. Absolut, absolut fantastische Grabhorn, Avada Kedavra, Hüter, Isidoras Tod. Wahnsinn, was für eine gigantische Folge, was für gigantische Folgen generell jetzt in den letzten Tagen einfach hier auf uns niedergeprasselt sind. Absoluter Wahnsinn. Ich freue mich direkt auf die nächste Folge. Bedanke mich, dass du da warst. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Däumchen hoch, kostenloses Abo, würde es mich extrem krass mit supporten. Und Glocke nicht vergessen, damit du kein weiteres Video von mir zu Hogwarts Legacy verpassen wirst. Habt einen schönen Tag, macht ein schönes draus. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao mit V.